auf die Wuppen, auf die Schurken, stellt dich an wie ein Klopfer. Jubel! Bombenjubel, übel, übel, sprach der Wille und verschwand. Ekelhaft! Nichts drauf außer Zahnbelag. Und tschüss, Mann, geh baden, gib Stern und Schall. Der Fitnesskurs in der Gruft von Mr. Burns. Gleich macht's knack und dann geht er in zwei. Ja, ihr seht schon, da ist ein Herz bei Mr. Burns und Lennart befindet sich in seinem Zimmer. Ich hoffe, das hat nichts zu bedeuten. Mr. Burns, Montgomery. Guten Tag. Guten Tag. Was ist es? Angeblich hat sich Emerson in mich verliebt. Was sagst du dazu? Eine neue Situation. Ich dachte, er hat sich verliebt. Emma hat sich in dich verliebt. Meinst du? Das gehört Gerüchteküche, aber ich sag, würde passen. Warum nicht? Meinst du wirklich? Wow, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Jetzt auf geht's. Kran an den Speck. Sag mir nicht, dass es das schon war. Nein. Er ist ganz aufgeregt. Ja, gucken wir doch gerade mal. Da muss ja noch ein Herzchen sein. Also, Emma, war das jetzt alles? Ich dachte, jetzt passiert was. Ich hab nichts dagegen. Guck mal, er hat ein Problem. Ja, er kommt beim View-Zocken nicht weiter. Was machst du da? Hier, Zelda bei Nintendo Land. Oder diese Ninja-Sterne. Okay, wir gehen die Smileys erstmal durch. Kann ja alles bedeuten. Und Katie hat sich mal wieder gestritten. Ich bin echt sauer im Moment. Ihr seid echt in jedem Part seid ihr am Rumstreiten. Was ist denn jetzt los neulich? Ich habe mich mit Iwata gestritten. Ich bin so wütend. Ging's wieder um... Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ich glaube, bei Iwata ging es dann letztendlich um die Nintendo-Claims wahrscheinlich. Okay. Meinetwegen, da bekommst du ein Magenmittel oder eine Nähmaschine. Genau, mach mal was. Näh mal was. Ich bin jetzt echt nicht in der Stimmung dafür. Nicht? Ich dachte, das beruhigt vielleicht. Das hätte sein können. Na gut, gib mir einfach die Spieluhr eine weitere und dann vertrag dich mit Iwata und der darf Fisch ist das rasiert. Mal ich hab gedacht, ihr habt irgendwie erfreuliche Sachen, aber nein. Es ist mal wieder derselbe Klumbatsch. Da wird man ganz ruhig, oder? Anscheinend. Sag mal, Katie. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Das steht für mich außer Frage. Habe ich dir nicht den Hut weggenommen? Normalerweise schon. Ihr zwei beiden. Wie läuft's? Da-dun, da-dun. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Ja, das kam jetzt total unerwartet. Hüfte shaken, yeah. Gut. Danke, wir haben uns vertragen. Ja, komm, du hättest doch deinen Mann vorschicken können. Der kümmert sich dann darum, oder? Oder etwa nicht. So, okay. Level 8 für Katy Perry, die noch was zu essen bekommt. Und dann ist... Ein kleines Dankeschön. Dann ist Ruhmkarton. Ich habe jetzt hier mit den tollsten Sachen gerechnet. Nachdem ich das Herzchen gesehen habe, aber... Kann ja anscheinend nicht alles haben. Mach nicht Sorgen! Ess! Und das nächste Mal benutzt du Messer und Gabel. Das ist ja widerlich, wenn man den ganzen Teller frisst. Was für Manieren. Kein Wunder, dass sie immer so satt werden oder denen das nicht schmeckt, wenn die immer den Teller mitessen, oder? Ja. Oh, und schon lichtet sich das Feld. Toadette! Willst du ein bisschen kuppeln? Probier's. Guten Tag. Ran an den Speck, Kleiner. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Dr. Mario. Das wäre ein Pärchen. Was hältst du von ihm und mir? Ja, auf geht's, supi. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Dr. Mario und Toadette, das wäre ein Paar, das würde ich wirklich... Da wäre ich absolut dafür. Dafür kriegst du einen Cheeseburger. Danach weißt du Bescheid, wie der Hase läuft. Ich glaube, es hat ihr geschmeckt. Der hat sogar die Nasenlöcher im Mund. Ah, die haben die Nase weggemacht quasi, indem sie das in den Mundwinkel versteckt haben. Jetzt habe ich es gerafft. Sah in der Animation eben auch ein bisschen crazy aus. Cool. Ein Cheeseburger rettet den Tag.
Sehr gut. Und Selina Gomez, vielleicht irgendwas Spannendes, Cooles, Praktisches, quadratisch, praktisch, gut. Ja. Guten Tag, hallo. Ich glaube, Bella ist eine wirklich gute Freundin. Mhm. Aber was hältst du denn von Bella und mir? Nichts Besonderes. Wir sind nichts Besonderes. Das ist jetzt schon ein wenig enttäuschend. Ja, was willst du hören, Mäusje? Mich interessiert es nur. Ich bin der Meinung, man muss halt auch mal was... Nicht, wenn man immer alles super, super, super sagt, dann hat das ja irgendwann keine Wirkung mehr auf die Bewohner. Ich weiß nicht, ob das so einprogrammiert wurde oder nicht. Auf jeden Fall behaupte ich es einfach mal. Und ja, wie soll ich sagen? Deswegen muss man es nochmal so sagen. Und ja, wenn das eben gleichgeschlechtlich ist, ist keine Chance auf eine Beziehung möglich. Habe ich behauptet, dass es dafür ein Patch gibt? Tut mir leid, war eine Falschmeldung. Nintendo hat sich nur dafür entschuldigt, dass es keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen gibt und will es im Nachfolger einbauen, wenn es mal eine Nachfolge gibt. Guten Tag. Und es gibt einen Vorgänger zu Tomodachi Life. Ich habe das schon immer, das steht schon immer in der Videobeschreibung. Ich habe echt mal Bock, mir den anzuschauen. Was meint ihr dazu? Wollt ihr mal den Vorgänger von Tomodachi Life? Ist nämlich, der hieß ein bisschen anders. Aber trotzdem für Nintendo DS. Ich frage mich, wie das ist mit den Figuren, weil da kann es ja keine Mies gegeben haben. Wird wahrscheinlich nicht so toll sein, aber ich würde es mir trotzdem gerne mal anschauen. Vielleicht ist es ja ein Let's Show wert. Schreibt es in die Kommis, was ihr von der Idee haltet. Und ob ich es vielleicht sogar in einen Part einbauen soll, je nachdem. Ich habe Hunger. Ein Dessert wäre jetzt nicht schlecht. Ein Dessert? Ja, aber davon wirst du ja nicht satt. Von einem Cracker. Dann essen Croissant. Supi. Da passt aber noch was rein, oder? Da geht noch was. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Mensch, du musst ja längst deine ganzen Besitztümer an mich ausgehändigt haben. Hör auf mit dem Hustensaft zu verschenken. Sondern ess noch Banane. Nee, Quatsch. Eine Waffel? Lol. Da, Waffel. Vom Boden aufheben. Aber bei dir ist es ja wie geleckt. Ist wahrscheinlich sogar geleckt. Ich gucke ja nicht so oft rein, was der so macht. Das wird die Entleerung sein. Okay. Am Laptop ist er. Er ist am Rendern und jetzt ist schon wieder irgendein Claim oder so. Deswegen zieht er so ein Face. Ich bin nicht müde. Ich bin die ganze Nacht am PC. Nein, nein, nein. Ich sitze nicht die ganze Nacht am Laptop. Was glaubt ihr denn? Ich sitze am PC. Alles klar. Hätten wir das Wichtigste erstmal hinter uns gebracht. Jetzt die Spenden. Angela Merkel voran. Ja, die Millionäre sind immer knausrigsten. So. Das ist auch wieder ein ordentliches Sümmchen. Finde ich gut. Finde ich gut. Was? Nichts Neues im Supermarkt? Nein. Unglaublich. Was hier? Fotograf? Na gut, Hutmacher. Hollandtaube. Auch schon mal gesehen. Yeah. Na gut, ich würde hätte fast gesagt, wir machen Michael Schumacher, aber dem geht's ja nicht so gut. Deswegen lassen wir es. Sebastian Vettel. Fußball, Schiri auf. Football. Entschuldigung, das ist kein Fußball. Marmor-Punkte-Hemd. Schlafanzug, neue Farbe, Schürze. Das ist Skyline-T-Shirt, sah ganz modern aus. Gucken wir mal, was die Einrichtung. Eine Disco. Das sieht heftig geil aus. Leisten können wir uns das Ganze allerdings nicht. Macht nichts. Okay, hau raus. C18, erzähl uns was. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 4 Uhr. Heute feiert Selina Gomez Geburtstag. Sie wird stolze 22 Jahre alt. Feiert! Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im LPM Vault Hotel. La 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 la. Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön. Hurra! Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wir hoffen, dass es ein tolles Jahr für dich wird, Selina Gomez. Heute ist wohl der große Tag von Selina Gomez.
Danke fürs Zuschauen. Ich bin Cyborg 18 und das waren die Nachrichten um 4 Uhr. Ja, da macht auch natürlich der US-Präsident eine Rede vor der Bevölkerung. Ja, so ist das. Die Selena Gomez, ja, das wusste ich nicht, habe ich verpasst. Ich habe die erst vor kurzem auf Instagram weg, weil die mir auf den Keks ging. Die hat ja am Tag da ihre 10 Bilder rausgehauen und das hat mich nicht gejuckt. Also wieder weg, die Selena da. Man soll es ja nicht übertreiben. Jetzt habe ich ihren Geburtstag verpasst. Oh, ich kenne sie nicht persönlich. Okay, Dr. Mario. Guten Tag. Hi. Tachchen. Ich habe gehört, dass Emerson mit mir befreundet sein will. Jetzt macht ihr so eine Dreiecksbeziehung, kann das? Na ja, komm, auf geht's. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Mr. Burns will Emma. Nee, Mr. Burns glaubt, Emma will etwas von Mr. Burns. Und Dr. Mario will Emma jetzt besser kennenlernen zur Freundschaft und so. Die Augen sagen einiges. Meinetwegen labert eine Runde. Labern tut der Seele gut. Und du kochst vor Wut. Das hast du im Blut. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Jupp, läuft. Läuft bei dir. Hey, neue Level. Das ist schön. Du kannst auch noch was mitsingen, nämlich Rock. Auf die Dr. Mario. Tolle Wurst. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Kommst du was zu essen? Wenn wir schon mal hier sind. Astronautennahrung? Nein. Ach, die Hähnchenteile hätte ich mal geben sollen. Oh mein Gott, eine Frikadelle. Mit Brokkoli. Nomski. Schön. Echt lecker. Feinschmecker. Bald haben wir die 1000 voll, aber ich werde mir die Disco natürlich nicht sofort kaufen. Da gibt's Wichtigeres. Guck mal. Die Kunstbanausen. Jetzt mal kurz ins Meme-Viertel geguckt. Chuck und Bella. Ich glaube, die guckt gerade was Spannendes im Fernsehen. Oder sie schaut meine Let's Plays auf dem Fernseher. Ist ja möglich per View oder PS4. Spannung pur bei Bella. Okay, dann der neue Bewohner des Tages. Was ist hier? Frauentreff? Wir gucken gerade mal ganz kurz. Ja, Lester-Schwestern. Neulich hat's total lecker gerochen. Kam direkt aus dem Apartment von Rocco. Ich wusste doch, dass da was stinkt. Du meinst diesen Geruch frischer Auberginen? Kam das wirklich aus dem Apartment von Rocco? Ich wünschte, es würde mal was Spannendes passieren. Aber absolut. Könnt ihr haben, also ich lasse jemanden einziehen. Und dann könnt ihr mit der zusammen dann noch lästern. Mal was Aufregendes passieren. Okay, dann machen wir es. Auf geht's. Jetzt neu mit dabei, Sängerin Avril Lavigne. Okay, es kam schon öfter in den Kommentaren, von wegen, ich soll die mal einziehen lassen. Nur, ich habe keinen passenden Mii gefunden. Die sind auch alle nicht das Grüne vom Ei, aber jetzt habe ich mal einen selbst erstellt. Es geht halt unter anderem darum, die hat auch so geschwungene Lippen quasi. Und das gibt's einfach bei Tomodachi Life nicht. Okay, gibt's schon, aber anders. Die hat so doppelt geschwungene Lippen, also die Oberlippen, wenn man das mal auf manchen Bildern sieht. Ist ja auch egal, es muss ja hier kein fotorealistischer... keine Nachbildung sein hier für die Nachwelt, sondern das ist Tomodachi Life, also... Ich bin Avril und wohl eher so der Kumpeltyp. Yeah, Skaterboy. Ne, ich fand die schon immer cool, schon 2002, wo die kam mit den ersten Songs und finde es gut, dass ein Künstler über solche lange Zeit hin sein, ja, auch ohne Pausen immer weiter macht und immer mehr CDs, Alben und ja, höre ich. Teilweise, ab und zu. Aber ja, cool. Was gebe ich dir denn am besten? Döner. Ja, haben wir immer noch am meisten. Ne, ich glaube, wir haben noch mehr Spaghetti. Aber das scroll ich nicht runter. Scrolling Level. So, ich hoffe, du bist vorerst zufrieden. Ihr könnte man die Einrichtung geben. Ich weiß, was man der für eine Einrichtung geben kann. Die haben wir nämlich schon mal verschenkt. Das passt dann wie das, wie die Faust aufs Auge. Ist dann im Katalog drin wahrscheinlich. Ich gucke erstmal hier. Die haben wir noch nicht. Ich habe doch den Cartoon schon. Der müsste doch im... Den hat doch Grundschul, Markus. Der müsste doch im Katalog sein, oder? So. Was
Es geht um dieses Band Musical Hinterhof Dingens. Warte, wir haben es gleich. Garage, Gefängnis, Gelb, Gothic, Hinterhof, warte. Ja, das ist aber mehr so die alte Avril. Das haben wir aber noch nicht, oder? Habe ich den Hinterhof? Wenn er im Katalog ist, dann habe ich den. Ja, die ist auch immer ein bisschen Graffiti-mäßig. Gab es nicht nur die älteren Songs, sondern auch dieses Musikvideo Smile? Und da die auch so rumgraffitiert. Das hingegen ist nicht so meine Baustelle. Aber die Einrichtung passt zu der. Also los. Und wie ist das Wetter in deiner Welt? Klappe. Sonst interessiert dich doch eh nicht. Warte mal, was Hinterhof da genau? Skaterboy. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Naja, das ist ja doch schon sehr stark Ghetto, was man da sieht. Ja, das ist so 90er Jahre. Graffiti und Skateboards. Ja. Ja, sorry, so ist es halt mal. Ja, und Fahrräder, okay, die gibt's auch noch. Ja, jetzt gibt's keine Skateboards, jetzt sind ja Longboards in. Ja, so ist das. Und diese... Sieht doch gut aus. Gell, nicht wahr? Da hast du... Es wäre halt cool, wenn die auch wirklich hier was machen würden. Machen sie aber nicht. Ich kann aber so ein Skateboard verschenken. Ich werde täglich damit umgehen. Und haben wir ja schon bei Snoop Dogg gesehen, dass der im Park ein bisschen rumgecruised. Wenn die mal ein Level-Up hat, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Guck mal, was Angelina hier für ein Problemchen hat. Was war denn jetzt dein Stand? Okay, Partner Dr. Eggman. Das habe ich irgendwie verdrängt. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Ich will mir das halt nur so vorstellen, wie Eggman da mit der Lara Croft quasi hinter die Ecke geht und wie nachts kuscheln und so. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Was Neues zum Anziehen? Das ist gefährlich. Das weißt du schon, ja? Also ich könnte dir locker irgendwas geben, was dir überhaupt nicht zusagt. Unterteil entleiten. Na gut. Gib ihr das. Wobei, wir könnten ein bisschen mehr in die Richtung Lara Croft gehen. Irgendwie sieht das merkwürdiger aus. Mir ist es Schnuppe. So, dann da Hähnchenteile. Saftig und goldbraun gebacken. Ein Geschmack, der stets neu begeistert. Yay! Hau rein! So, ich glaube, ich habe jetzt ein Problem, wenn die ein Level Up hat. Ich will ihr keinen Song geben und die hat schon viele Items. Ups. Einrichtung, Phrase, Taschengeld geben, LP Markus. Wenn ich jetzt noch ein Dings gebe, jetzt bin ich mal gespannt, was dann passiert. Wenn ich ihr jetzt einen Golfschläger gebe. Du kannst einem Mii nur bis zu 8 Objekte geben. Wähle eins der aktuellen Objekte des Mii-Charakters aus, um es dir zurückgeben zu lassen. Was brauchst du denn nicht mehr? Dumm, ein Baseballschläger. Merkwürdig. Den haben wir doch erst zuletzt gegeben, ne? Jetzt gucken wir mal. Was steht hier? Editieren. Was ist das denn jetzt neuerdings? Ach so. Neuerdings ist gut. LOL. Der ist die ganze Zeit. Stand das schon immer da? Seit Part 1? Editieren? Echt jetzt? Oh Mann. Er kriegt ja nichts auf die Reihe. Guck mal, C18 hat was. Die könnte sich mal mit jemandem treffen. Die ist doch... Krillin! Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Krillin. Ich habe gehört, dass Mr. Burns mit mir befreundet sein will. Na, fast genauso gut. Vielleicht sollte ich einmal mit ihm reden. Das wäre der Checkpoint, wenn Krillin und C18 in diesem Spiel zusammenkommen. Yeah. So, Mr. Burns, der jetzt ja Augen hat für Emma Stone. Das ist so verzwickt. In die Bude würde ich nicht gehen, also ganz im Ernst. Guckt, habt ihr gesehen, die Büste im Hintergrund, die guckt so wie in Let's Play Eternal Darkness. Hat die gerade so geguckt, was da abgeht. Ganz dezent. Sauber. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Irgendwelche Verrückten, die Welt erobern wollen, das ist ja... Das ist doch klar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Na, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist doch nicht nötig. Dein Kaleidoskop. Cheeseburger. Und
Dann hast auch du ein Level Up. Und das schenkt dir noch was für die Songs. Ah, kein Cheeseburger-Fan. Da haben wir heute schon ganz andere Kandidaten gehabt. Achso, und deswegen auch kein Level Up. Upsi. Upsi Daisy. Dann trink eine Cola. Das passt noch rein. Schön. Level Up für C18. Alles schön. Okay, okay. Ich glaube, Freunde, es ist an der Zeit. Elvis hat noch ein Problem. Das ist ja einer der neuesten Bewohner. Wir kümmern uns jetzt um Elvis. Hallo. Was ist denn dein Problem, Digga? Oh, was ist denn da Schönes drin? Okay, das ist nicht das Problem. Ich bin erkältet. Hustensaft, Hustensaft. Möp. Wer kann das nicht? Selbst der King of Rock'n'Roll ist erkältet. Yay! Ich glaube, mein Fieber ist gesunken. Von Hustensaft. Ein Wunder, Allheilmittel. Sachen gibt's, ey. Okay. Ja, ist schon überragend. So, jetzt noch was. Kommt an jeder Ecke kommt ja noch ein Problemchen. Keiner hat ein Problem. Okay, jetzt hat Mr. Burns mir nochmal alles zunichte gemacht, aber ich wollte es gerade abfeiern. Schade, egal, wir nehmen das trotzdem so hin. Für eine Sekunde hat keiner bei der Bewohner ein Problem gehabt. Dann werden wir jetzt Frauentreff anhören. Und ich werde in der Zwischenzeit nicht nur völlig stockend reden. Ja? Einfach mehr Joghurt. Mehr Joghurts. Nee, ich hör auf damit. Ja, das ist das Ende von Tomo the Jedi. Ich bin nicht so dick. Waren wohl etwas viele Donuts in letzter Zeit. Das Ende von Tomodachi Life. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Es geht um Folgendes. Ich werde jetzt aufhören, Tomodachi Life aufzunehmen, aber ihr werdet keinen Unterschied merken. Yes! Ich habe zu viel an Vorrat aufgenommen, dass ich jetzt ein paar Tage Pause machen kann und werde. Wir sollten sie wirklich das nächste Mal einladen. Was, wen? Aber sowas von. Stimmt. Ich lasse mich jetzt nicht von euch ablenken, ihr Tanten. Ich mache das wie folgt, ich werde jeden Tag wirklich, diesmal wirklich, den 3DS anmachen und auch die spenden, aber sonst nichts. Also nicht gucken, was gibt's Neues an Inneneinrichtungen zum Einkaufen oder wer hat ein Herz, selbst darauf springe ich nicht an, es sei denn, es ist LP Markus oder ein anderer wichtiger Bewohner. Ich würde sagen, dann war's das und natürlich kommt im üblichen Rhythmus der nächste Part, aber der wird dann viel zeitnaher und aktueller sein. Nicht will ich unbedingt mal Minestrone probieren. Minestrone, Mindstrone. Fantastisch. Und deswegen bedanke ich mich fürs Ansehen. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.